Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden? Wenn ein Fahrstreifen endet, wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist oder wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet? Eigentlich immer, oder? Wenn eine Fahrbahn nicht zu befahren ist, weil ein Hindernis da ist, wenn ein Einfädelungsstreifen da ist. Oder das erste war, wenn einer endet. Also eigentlich immer, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet, ist falsch. Ja. Oh. Wann darf der Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden? Bei Schneefall, bei Nebel oder bei Regen? Ja, bei Nebel auf jeden Fall. Bei Schneefall auch? Ja, bei Schnee würde ich sagen, bei Regen weiß ich nicht. Bei Regen glaube ich nicht, weil es reflektiert. Sollen die alles außer Regen nehmen? Ja, okay, komm. Ja. Alle drei wären richtig gewesen, also auch bei Regen. Während der Fahrt bekommen Sie einen Anruf. Was müssen Sie beachten? Dass das Telefon hierzu nicht länger als 7 Sekunden bedient wird, dass das Telefon hierzu nicht gehalten wird oder dass die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert? Ich glaube, man darf das Telefon nicht in der Hand halten. Nee, ich darf das Telefon gar nicht benutzen während der Fahrt. Ja, eigentlich nicht. Nee. Sagen wir, man darf gar nichts? Ja. Ja, okay, wir sagen, man darf nichts. Nur die erste Antwort wäre falsch gewesen. Die zweite und dritte sind richtig. Welche PKWs, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaubplakette? Ottomotor, Dieselmotor, Elektromotor? Da kenne ich mich gar nicht aus. Jo. Diesel und Otto. Ja. Es wären alle drei gewesen. Ja? Scheiße, kann doch nicht. Ja gut. E-Motor und da war vor meiner Zeit. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? 5 Stunden, 10 Stunden oder eine Stunde? Eine Stunde. Nee. 0,1 Promille? Doch, ich glaube, das war die Regel. 0,1 Promille oder 1 Promille? 1 Promille. Ach, 1 Promille. Achso. 1,0. Okay, also 0,1 Promille werden pro Stunde abgebaut. Also dann 10. Dann dauert 1 Promille 10 Stunden. Ja, dann 10, ja. Wenn es 10 sind, wenn es 1 Promille sind, nicht 0,1, dann. Ja, also 0,1 pro Stunde. Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden? Ein Fünftel der Tachoanzeige in Metern oder die Hälfte der Tachoanzeige in Metern? Ich glaube die Hälfte. Halber Tacho, ja. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden? Wenn ein Fahrstreifen endet, wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist oder wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet? Die dritte Antwort. Leider nicht, die ersten beiden wären richtig gewesen. Die ersten beiden. Okay. Wann darf der Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden? Bei Schneefall, bei Nebel oder bei Regen? Die ersten beiden Antworten. Bei Nebel und Schnee. Es wären alle drei richtig gewesen. Während der Fahrt bekommen Sie einen Anruf. Was müssen Sie beachten? Dass das Telefon hierzu nicht länger als 7 Sekunden bedient wird? Dass das Telefon hierzu nicht gehalten wird? Oder dass die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert? Die mittlere Antwort. Die mittlere Antwort wäre auch richtig gewesen und die dritte Antwort ist auch richtig. Welche PKWs, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaubplakette? Der Ottomotor, der Dieselmotor oder der Elektromotor? Der Dieselmotor. Es wären auch wieder alle drei richtig gewesen. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? 5 Stunden, 10 Stunden oder eine Stunde? 10. Richtig. Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden? Ein Fünftel der Tachoanzeige in Metern oder die Hälfte der Tachoanzeige in Metern? Die Hälfte. Richtig. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden? Wenn ein Fahrstreifen endet, wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist oder wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Gesetze sind hier in Deutschland wie in der Schweiz. Das stimmt, das weiß ich natürlich auch nicht. Das sind die falschen. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden? Wenn ein Fahrstreifen endet,
wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist oder wenn ein Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet. Oh, da muss ich mal überlegen, das war dieses Reißverschlussverfahren. Das habe ich auch schon etliche Male in Anspruch genommen, aber so kann ich das nicht beantworten. Also es wären die ersten... Bisher bin ich unfallfrei gefahren. Das ist schon mal gut. Es wären die ersten beiden Antworten wären richtig gewesen. Wann darf der Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden? Bei Schneefall, bei Nebel oder bei Regen? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. Ich würde sagen bei Nebel. Ja, es wären alle drei Antworten richtig gewesen. Also auch bei Regen und Schneefall. Während der Fahrt bekommen Sie einen Anruf. Was müssen Sie beachten? Dass das Telefon hierzu nicht länger als 7 Sekunden bedient wird? Dass das Telefon hierzu nicht gehalten wird? Oder die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert? Ich habe kein Handy, deswegen kommt das nicht in Frage. Okay, es wären die beiden letzten Antworten richtig gewesen. Welche PKWs, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaubplakette? Ottomotor, Dieselmotor oder Elektromotor? Ich würde sagen Otto und Diesel. Und der Elektromotor wäre auch dabei gewesen. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? 5 Stunden, 10 Stunden oder eine Stunde? 1 Promille. Sagen wir 5 Stunden. 10 Stunden wären es gewesen. Ja. Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden? Ein Fünftel der Tachoanzeige in Metern oder die Hälfte der Tachoanzeige in Metern? Puh, das weiß ich auch so nicht. Also der größere Abstand oder der kleinere? Der größere natürlich, ja.